Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, immer wenn ich eine neue Stelle antrat, da hat man mich gefragt, was ich dazu machen will. Und da hatte ich mir so einen Satz zurechtgelegt: Bewährtes bleibt und Neues wird angegangen. Und, meine Damen und Herren, die Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für die Pflegeberufe, die passt hier. Warum haben wir bewährte, eigenständige, spezielle Berufsbilder einfach abgeschafft? Die Säuglingsschwester, die Krankenschwester, wir hatten auch schon den Begriff der Altenpfleger. Das waren nationale, gute Berufsabschlüsse. Und die sind natürlich durch die EU-Berufsanerkennungsrichtlinie verschwunden. Und das sehe ich als Eingriff in eigenständige nationale Entscheidungen, die ich als für nicht notwendig halte, meine Damen und Herren. Eine Generalisierung, die hier vorgesehen ist, um verschiedene berufliche Anforderungsprofile in einer Ausbildung zusammenzufassen, kann auch sehr nachteilig sein. Da gibt es den berühmten Vergleich von dem Philosophen und dem Fachmann, den kennen Sie alle. Der Philosoph weiß von vielen wenig und der Fachmann weiß von wenig sehr viel. Und hier besteht die Gefahr, dass diese Generalisierung in diese Richtung geht. Dazu kommen noch spezielle Länderregelungen, eigene Curricula und dann noch an verschiedenen Berufsschulen. Und somit besteht keine sichere Vergleichbarkeit der Qualifikation verschiedener Absolventen. Und es ist ein Mehraufwand für schulische Einrichtungen. Das Gegenteil wäre eigentlich richtig. Eine neu zu schaffende Ausbildung und Prüfungsverordnung sollte eine bundeseinheitliche Vereinheitlichung haben, meine Damen und Herren. Und es ist unsinnig, einerseits nach europäischen Vereinheitlichungen zu streben, aber andererseits bei uns einen föderalen Bildungsflickenteppich mit uneinheitlichen Lehrplänen an den einzelnen berufsbildenden Einrichtungen zuzulassen. Wichtiger als an der Ausbildung derartige weitreichende Experimente vorzunehmen, ist es dringend, die Arbeitsbedingungen in allen Pflegeberufen zu verbessern, die Bezahlung den Anforderungen anzupassen, also deutlich zu erhöhen. Denn damit bleiben die Pflegekräfte länger in ihrem Beruf oder generell in ihrem Beruf. Dass die Auszubildenden wechselnd an mehreren, oft weit auseinanderliegenden Einrichtungen arbeiten sollen, entsteht für diese wie auch für die Ausbildungsbetriebe einer höheren Aufwand, der bis zur Überforderung gehen kann, das halten wir für nicht günstig. Es ist auch, so wird gesagt, schlicht unmöglich, alle Auszubildende in der generalistischen Phase der Pflegeausbildung durch zum Beispiel alle Kinderkliniken zu schleusen. So sinngemäß die Stellungnahme von Professor Wolfgang Kölfen, Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin. Durch die so vorgesehene Generalisierung verhindert man eine durchgängige, spezialisierte Vermittlung von Fertigkeiten und Wissen. Dies erschwert somit den Ausbildungsbetrieben wie auch den Auszubildenden die Umsetzung. Die Generalisierung aus unserer Sicht sollte allenfalls im Laufe des ersten Ausbildungsjahres abgeschlossen sein. Zur Ausbildungsvoraussetzung wurde eben schon leicht angeklungen durch den Minister. Hauptabschluss nach der 9. Klasse zulassen ist auch unsere Forderung, aber nicht den erweiterten Hauptschulabschluss als Forderung einzubringen. Denn zahlreiche junge Leute arbeiten bereits darin und diese erschwerte Forderung nach dem erweiterten Hauptschulabschluss könnte dazu führen, meine Damen und Herren, dass junge Leute abgehalten werden, die Ausbildung anzugehen. Hauptschüler, so ist es in einer Erklärung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände vom 19.06.2018 nochmal betont, sind ein Potenzial, auf das wir nicht verzichten können. Empathie, soziale Kompetenz sind hier gefragt. Zusätzlich haben diese Menschen auch eine Chance für ein erfülltes Berufsleben. Und dazu passt auch ein Zitat sinngemäß des ehemaligen Bundesgesundheitsministers von der FDP, Daniel Bahr. Er sagte, es kommt viel mehr auf die soziale Kompetenz an, als auf ein oder zwei Jahre mehr Schulzeit. Meine Damen und Herren, übrigens früher, wir brauchen nämlich eine schnelle Lösung, meine Damen und Herren, und kein Rumbasteln an irgendwelchen Ausbildungsexperimenten. Übrigens, frühere Zivildienstleistende, die sogar ohne Ausbildung in diesem Beruf teilweise mitgearbeitet, mitgeholfen haben, die waren eine sehr wichtige Stütze und haben dabei sehr hohe Anerkennung erfahren, meine Damen und Herren. Das sollten wir nicht vergessen. Die Anhörung am Montag, am 25.06. hat gezeigt, dass Anregungen und Kritik von vielen Seiten noch gekommen ist. Zum Beispiel wurde negativ angegangen oder angesprochen die Reduzierung der praktischen Ausbildung, albiert von 2.500 Stunden auf 1.300 Stunden. Dann wurde auch gesagt, die Qualifikation sollte sich mehr auf die direkte Arbeit mit den Menschen beziehen, das sagte ich eben. Und die Frage ist weiter, zu viele, die häufigen Zwischenprüfungen haben einen sehr hohen Prüfungsdruck, eventuell zur Folge, so sagt es zum Beispiel Verdi.
Die Senkung des Qualitätsstandards und die Wertigkeit für die Altenpflege wird auch in Bezug auf die Anlage 4 kritisiert. Die Zugangsvoraussetzungen würden mit den Prüfungsanforderungen kollidieren und die Formulierungen werden mit ihrer substanziellen Schlechterstellung gegenüber der Anlage 2 und 3, also Pflege und Gesundheit, abgelehnt, so das Deutsche Institut für angewandte Pflegeforschung. Meine Damen und Herren, die Ablehnung dieser Forderung durch uns ist deswegen damit begründet, weil grundlegende Einlassungen der Sachverständigenanhörung vom 25.06. nicht eingearbeitet worden sind. Man sollte die erst mal auswerten. Was haben wir davon, wenn wir eine Sachverständigenanhörung machen und dann fließt das nicht ein? Das sollte doch erst mal gemacht werden. Und dann denke ich, wenn wir das alles beachtet haben, dann kommt auch mehr dabei heraus. Recht vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Frau Bundesministerin Dr. Franziska Giffey.